So, meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil. Wir bauen uns unser Lego Star Wars. Ja, mein Assistent, der spielt immer permanent mit der Packung rum. Wenn der nochmal die Packung geben würde. Das ist eine Kinderhalle. Dann gibst du mir mal bitte. Dankeschön, kleiner Assistent. So, ich drehe mal ganz kurz gleich die Kamera um. Es sind ja noch ein paar Sachen dazugekommen. So, noch einmal zum Erinnern, was bauen wir eigentlich gerade von Lego Star Wars? Und zwar, wir bauen den hier. Immer noch, ne? Ja, das haben wir nicht vergessen. Und ja, hier ist übrigens der kleine Bruder, der AT-ACT. Den hat der kleine Assistent vom Weihnachtsmann gekriegt. Hier ist mein Kaffee, da der AT-ACT von Revell. Habe ich auch. Ah, macht sogar ein bisschen Musik. Kleiner Bruder von... Das sieht auch geil aus, oder? Was hier erstellt so? Kleiner Bruder in Folge von dessen, oder warum, weshalb, wieso. Tja, der AT-AT, der ist 20 Meter groß, Klugschiss. Der AT-ACT, der ist 25 Meter, soweit ich weiß. Und ich weiß, die Maße vom AT-M6 habe ich nicht in den Kopf, aber wer Star Wars Episode 8 gesehen hat, der wird das gesehen haben, die Verhältnisse. Da ging, glaube ich, oh, wenn man den jetzt so hinstellt, da ging er tatsächlich, glaube ich, so bis hier hin. Na, als sie natürlich nebeneinander gelaufen sind, der AT-AT und der AT-M6. So, ich habe vergessen, im ersten, hier war, da waren wir nur beim Teil, das ist die erste Geschichte, die erste Tüte. Die beiden habe ich hier noch vergessen. Die Ray. Guck, hallo, ich bin jetzt schon da. So, und der Po. Juhu, wen soll ich abschießen? Was soll ich wegpusten? So, und jetzt sind wir bei der zweiten Tüte. Die wird auch sofort aufgerissen. Ich glaube, in der ersten Tüte habe ich, 40 Minuten habe ich gebraucht für die erste Tüte. Und, ja, das war schon anstrengend. So, das Teil legen wir beiseite. Und schütten die zweite Tüte auf. 2 und 3 soll geschafft werden. Dieses Mal. 2 und 3. So, hier diese kleinen Tüten immer mit dabei. Assistent, kannst du einmal ganz kurz gucken? Mir ist ein Lego-Stück runtergefallen. Aha, der macht das sofort. Das finde ich mal so gut. Ja, jetzt wollen wir 2 und 3 schaffen. Und ja, mal gucken, wie lange wir dafür brauchen werden. Ja, ich weiß immer noch nicht, was es werden soll. Jo. So, und ja, was es werden soll, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin schon ganz aufgeregt und es wird sehr, sehr lange dauern. Also wie gesagt, 40 Minuten bummelig habe ich gebraucht beim letzten Mal. Und werde jetzt erstmal das Thema dazwischen quatschen, ne? Da erlaubst du schon mal so der kleine Assistent, hey, du darfst hier zugucken, ja. Und dann, Papa, ja, ist halt so, ne? Das Nicken ist aufgeregt. Er ist ja auch aufgeregt. Auch ist ein sehr, sehr großer Lego Star Wars Fan oder generell Star Wars Fan. Und er freut sich auch, wenn er es nochmal. Er hätte das Ding lieber sehr, aber ist nicht so. Ich habe ja den AT-ST. Und wenn ich damit spielen würde als Kind, ganz im Ernst, das Ding würde 10 mal am Arsch gehen. Das ist der von Rogue One. Und zwar ist der Kopf sowas von lose, der wird sofort kaputt gehen. So, also ich muss bauen und ihr werdet das Endprodukt gleich sehen. Bis gleich. So, nochmal einen kleinen Zwischenstand. Und zwar hatten wir das hier, die hier. Den sollten wir raufpacken. Und jetzt such den mal hier. Aktuell waren wir gerade hier. Dann sollten wir den ja klar umdrehen, das ist ganz klar. Aber such den mal da. Das hat so ein bisschen gedauert und haben den dann hier gefunden. Da gefunden und da gefunden. Und so sieht der Vogel jetzt aus. Man sieht immer noch keinen Unterschied, ne? So, und weiter geht's. Ja, Freunde, so pass auf, uns ist gerade mal aufgefallen, was wir jetzt hier gemacht haben. Was es jetzt endlich ist, gib mir mal her, kleiner Assistent. Was dieses Teil jetzt hier ist, ihr seht, das sieht noch keine Veränderung aus, aber war der letzte Film, den ich gemacht habe, vor einer halben Stunde gewesen oder so. So, ihr guckt das, ne? Ist tatsächlich hier oben drauf zu erkennen, das ist genau das Teil hier. Da, wo der Sturmtruppler draufsteht. Genau das Stück bauen wir. Also quasi, halt mal fest. So, wir bauen quasi jetzt, wenn man das ganze Ding sieht, bauen wir gerade dieses Stück. Das wird es aktuell sein. Tatsächlich. Wenn man so sieht, man erkennt genau das. Man erkennt genau das Stückchen. Das Stückchen hier erkennt man. Das ist genau da. Na da. So. So, wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Jetzt, wir hatten ja gerade das gesehen, das wir es gebaut haben. Das ist jetzt hier schon hier zustande gekommen. Und kann man hier so runter machen. Schon. Jip. Genau, da soll man sich draufsetzen. Und dann kann der First Order mit Bringsel, wie auch immer, kann dann hier schon mal da stehen und rumballern, wenn er dann möchte.
So, das ist schon mal, ey, ich bin fertig, Freunde. So, aber es geht immer noch weiter, es geht immer noch weiter. Es ändert sich nichts, obwohl ich hier schon eine Stürme baue. So, das war jetzt schon mal die zweite Tüte. So, wie gesagt, ich habe eigentlich seit eben gerade nur das hier noch dran gemacht. Diesen Teil hier. Und Juri, da kann man auf und runter machen. Auf und runter, ja genau, vor allen Dingen. So, ihr seht, so soll es weitergehen. Ja. Ob ich das jetzt alles in ein Video reinkleide, ihr seht schon selber, es wird immer dunkler draußen. Ob ich das alles in ein Video jetzt reinkleide, ich glaube auch echt nicht, dass ich das heute schaffe. Das ist, ich bin echt fertig. Das war jetzt die zweite Tüte von 9. Warum will ich eigentlich immer da hingucken? Ich weiß nicht, da ist doch keiner. Ich weiß nicht. Ich versuche mich dabei anzugucken, deswegen sieht das ein bisschen doof aus. Aber da unten, ist die Kamera. Ja, war jetzt die zweite Tüte. Ich bin echt fertig schon. Das ist echt anstrengend. So lange habe ich fast noch nicht. Da war ich schon mal wenigstens fast fertig, wenn ich schon so lange so Star Wars Ding umgebaut habe. Das Ding ist auch schon scheiße schwer. Das Ding ist echt schwer schon. Wahnsinnig schwer. Wahnsinn. Also, für so ein Lego, ich denke mal jetzt, womit ich ein Kilo hat das schon. Und das sind nur zwei Tüten, wie gesagt. Also, es war einfach Wahnsinn hier. Hier kann man auch nochmal runterklappen. Das ist die andere Seite davon. Aber mega gut. Ne? So, ich werde nochmal mit der dritten Tüte anfangen. Und dann werde ich dann wahrscheinlich eine Pause machen. Und dann gucken wir mal, wann wir weitermachen. So, die Tüte Nummer 3 wird gemacht. Und ja, mein Assistent, er meinte, es ist jetzt wichtig, dass er einen Sound anschmeißt von einem AT-ACT. Ist natürlich, ich kann auch gleich meinen rüberholen, denn ich habe auch genau denselben. Und kann auch mal mit einstimmen. Nein, also pass auf. Das ist jetzt die dritte Tüte. Die werde ich jetzt wunderbar aufreißen. Man sieht schon wieder Tüte in Tüte. Junger Mann, gehen Sie mal bitte beiseite. Das ist ja Wahnsinn. So, ich reiße sie mal auf eben. Plastik. Ach, so. Autofokus einmal ganz kurz reingekrochen. So. Weg damit. Tüte in Tüte, natürlich. Ne? Hier der ganze Haufen da. Und weiter jetzt. So. So. Dann wünsche ich mir viel Spaß bei der dritten Tüte. So, kleinen Zwischenstand. Ich glaube, wir haben das hier jetzt, bauen wir hier um. Das Artilleriegeschoss. Das sieht jetzt bei mir jetzt aktuell so aus. Das ist sehr geil, weil man kann das hier natürlich so vorschieben und wieder zurückschieben. Seht ihr das? So. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich, wenn man es nicht braucht, ne, reingeschoben. Und wenn man zum Gefecht geht oder irgendwas angreift, Luke Skywalker erschießen möchte, wenn man denkt, es ist Luke Skywalker und doch noch sein Machtgeist ist, dann holt er den hier raus und ballert ihn ab. Das soll, glaube ich, das fette Artilleriegeschoss sein. Also ich würde sagen, ein großes Ding hinten drauf, das ist viel mehr Artillerie, soll sehr viel kaputt machen. Ja. So, einmal ganz kurz einen Zwischenstand, Leute. Das ist jetzt soweit mit Tüte 3 zusammengebaut. Die ganze Geschichte hier. So, und wie man hier oben sehen kann, das Artilleriegeschütz ist tatsächlich schon fertig. Ich demonstriere es jetzt mal. Man kann das hier rausziehen, reinziehen. Wahrscheinlich so, aber ich muss mal Stabilität finden. Wenn man so hat, dann so kann man so. Wahrscheinlich. Die Geräusche sind nicht original, aber. Und dann kann man hier kommen nachher wahrscheinlich noch so eine kleine Platten rein. Sowas hier. Warte, wo ist die Kamera? Na da. Sowas hier bloß in Rot, wenn er wahrscheinlich noch reinkommt. Und dann kann man die drehen. Dann fliegen die durch die Gegend. So, das ist nicht das, was ich machen werde. Damit rumspielen, aber es ist gut zu wissen, dass man es kann. So, und so würde das denn auf dieser Verpackung aussehen. So erstmal. Ne, die eine Seitenpanzerung ist noch nicht da. Wir haben nur diese eine Panzerung fertig. Da fehlen aber noch insgesamt 3-4 Panzerungsteile. Ne? Ja, so, ich wende mal ganz kurz auf meine Gesichtscam. Ja, und ich bin im Arsch, also ich bin schon fertig. Das waren nur 3 Tüten, Freunde, und da sind noch 6 weitere. Und ihr seht, es wird immer dunkler draußen, immer dunkler. Verdammte Hühner-AA. Ich mache jetzt auf jeden Fall eine richtige fette Pause. Und damit wäre das zweite Teil schon fertig von meinen... Wir bauen uns einen Kampfläufer, Lego Star Wars Kampfläufer. Wäre damit fertig und ich hoffe, ihr schaltet beim dritten wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Like, wäre Daumen nach oben natürlich, ein Abo meine ich, Kommentar. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne? Und ciao!